Ja, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Naja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir haben heute Sonntag, 18 Grad. Es geht zwar etwas der Wind, aber es ist nicht unangenehm, muss ich sagen. Bin wieder mal an der Donau herunten und möchte den Tag natürlich ausnützen. Es ist komplett bewölkt, ist mir aber auch piepschnurzfurz egal. Ein bisschen in den Wald alleine, ein bisschen wieder schauen und mal ein paar schöne Motive sehen, was wir filmen und fotografieren können. Und dann ein bisschen im Wald rein und heute gibt es Würsteln. Gehen wir. Wahnsinn, wie das in der Zwischenzeit alles austrickert ist. Schauen wir es mal näher an. Ich zeige euch das einmal ein bisschen. Da fahren sie normalerweise mit den Booten rum. Ja, da ist ein Tierpfad, so wie es ausschaut. Schauen wir mal, wo der hingeht. Ja, da sind überall ein paar Mal ausgesetzt. Neue. Ah, da gehen wir jetzt wieder zurück auf den großen Weg. Ah, da sind ein paar Fische drin, aber boah, ich muss die Jacken ausziehen, es wird eindeutig zu warm. Ah, ah besser. Ja, da. Ah, da ist noch ein bisschen mehr Wasser drin. Ah, da herum ist alles trocken. Wahnsinn. Schaut mal auf die andere Seite. Ja, Freunde, was sagen wir jetzt da dazu? Schaut das schön aus oder? Schaut das schön aus. Ja, aber als erstes schauen wir mal zur Donau, oder? Ja, der Rund ist ganz schön trieb, aber windig ist auch. Wurscht, ich schaue jetzt da ein Stückchen hintere. Schauen wir, was sich dahinter spielt und wenn nicht, geht es wieder ein bisschen im Wald rein. Ja, Freunde, vielleicht kennt das Platzl da wer von euch. Schaut euch einmal genau an. Vielleicht von einer Übernachtung von mir. Video schmeiße ich da um eine. Und ich will da jetzt noch ein bisschen weiter zischen. Ein bisschen weg von der Donau. Schauen wir mal, wo es ein bisschen windgeschützt ist. Ja, ich bin da jetzt in den einen Arm, der schon austrocknet ist. Da liegt Müll um und um, jede Menge. Und ich werde, glaube ich, mich da noch ein bisschen ins Dickicht aufschießen. Da muss ich nicht unbedingt sein. Schaut mal, was man da findet. Zwiebel, die schaut noch gar nicht so schlecht aus. Naja, bleibt aber da. Ah, ich glaube, ich habe da gerade ein geiles Platz gefunden. Das ist da doch herunter beim Wasser, aber schaut, da hat sich alles verkühlt, was angeschwemmt worden ist. Ja, mein Hobel ist hergerichtet. Und da hängt ein bisschen ein Zunder herum. Gras, das was schon trocken ist. Ja, alles hergerichtet. Mein Papi steht schon da, die spieße man dann auf, die hänge dann über den Hobel. Und jetzt zündet man halt einmal an. Feuer brennt. Jetzt machen wir sie noch die Würsteln schön herrichten, ein bisschen einschneiden. In der Zwischenzeit ist es zwar, der Hunger ist auch da,
Und sie hat dann den Paprika da, das ist ein Paprika, das ist ein Frühlingszwiebel ist das eigentlich. Werden wir sie noch ein bisschen schneiden. Lecker! Jetzt gibt es wieder Stoff. So Freunde, die erste ist fertig. Die ist auch extrem lecker. Haha, herrlich. So, dann habe ich da noch einen Senf dabei. Natürlich ein Stück Brot. Und jetzt gehen wir es an. Mahlzeit, Freunde. Geil. So geil, Kinder. Ich werde mal vor die Nase halten. Der Wind hat auch nachlassen. Sehr schön. Hinter mir die Donau. Vor mir der Dschungel. Und das Würstel, so lasst sie sich leben. Und wieder mal T-Shirt-Tag, gewaltig. Ist gewaltig. Absolut super. So, jetzt die Nummer 2. Ja, Freunde. Vom Feinsten kann ich nur sagen, vom Feinsten. Mein Obstetischerl macht es eigentlich gut, also Stativ-Obstetischerl wäre es nennen, meine Erfindung. Und die macht es eigentlich sehr gut. Klar, dass man nicht drauf drücken kann wie eine Kuh, ist auch logisch, oder? Aber für das, was sie braucht, ja. Ich werde jetzt in Ruhe zusammenessen noch. Und hoffe, dass ich ausgehe. Ich habe einen M71 dabei, einen Notkocher. Und den stellen wir da auf, ich mache mir mein Käfchen da herum auf meinen Stativtisch. So, Käfchen da, ne? Los geht's! Jawohl! Käfchen ist fertig! Was jetzt kommt, wisst ihr alle? Ein paar Wildgänse da drüben. Ja, dann haben wir wieder Prost an meine Krankensessel vorrangig. Und dann an alle anderen auch. Lasst euch das gut gehen, so wie ich. Ja, ich will diesmal einen besonderen Gruß an den Günthi aus Berlin. Er weiß sicher, wenn ich meine, gesund werden, mein Freund, gell? Habe ich die Ohren steif, das wird schon. Prost.
So ist das natürlich eine Sache. Ja, aber ich würde einmal meinen Ausblick da nicht vorenthalten. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich von da alles sehe. Ja, so schaut es einmal da von mir aus. Mein Tisch schon natürlich. Da kann ich in den Wald reinschauen. Quasi in den Dschungel, wie immer. Der nächste Riesenbaum. Bin da richtig schön eingekesselt, muss ich sagen. Gefällt mir da wirklich gut. Ja, Freunde, es ist jetzt finster geworden. Es ist drei, wie wenn ein Wetter aufziehen wird. Haben zwar nichts angesagt, hab zwar nachgeschaut gehabt, aber wird da ganz schön düster. Ja, der anderen Seite macht es eh nichts. Ich bin eh schon so weit. Käfchen ist gleich weg und dann packe ich zusammen, mache meinen Platz sauber und gehe wieder gemütlich retour. Ja, dann packen wir halt zusammen. Jetzt geht es wieder retour. Da ist ganz schön aufgewühlt von den Schweinen da rum. Freunde, da liegt Brennholz genug, das ist ein Wahnsinn. Gigantisch. Ja, Freunde, ich bin am Rückweg, aber ich wollte euch da nur was zeigen. Ihr seht, da geht ein schöner Wind und das im Wald. Passt hier auf, was von oben runterkommt. Ich habe in einem der letzten Videos, ist ja hinter mir ein Ast runtergekommen, ein Ästchen. Ich spüre euch die Szene da jetzt einmal kurz ein. Ja, ich habe es gehört, dass auch hinter mir gefallen ist und habe es dann erst auf der Kamera gesehen. Also, weiter geht's. Schaut extrem super aus. Ja, Freunde, bin schon fast beim Auto. Da wird uns auch nicht mehr viel begegnen. Und mit diesem schönen fast Sonnenuntergang im Hintergrund will ich mich gleich wieder von euch verabschieden. Ich sage wie immer danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malung und pfiat euch die Buben.